Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Dienstag, der 14. Februar 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute spreche ich über Krankel 70, Wohlfahrt 28, Redl 20 und Mateka 1. Dies im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market. And hey, here's Market and Me, podcasting for equity. Freebies for community. Hey. Ja, die Börse als Modethema und die Februarfolgen des Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wienerberger und dem Managed Profit Plus Fonds. Ein Plus auf den Markt. Wir haben jetzt 3.472 Punkte im ATX, 7.329 Punkte im ATX, ein Plus von jeweils 0,98%. Also wieder ein guter Tag und wir sind wieder mal auf Jahreshoch unterwegs. Auf der Gewinnerseite die Varimpex plus 3,5, die BAWAG mit plus 3,5, die haben beide gestern verloren, und die RBI mit plus 2,35%. Verliererseite Gewinner von gestern, die Semperit mit minus 2,3%, die Rosenbauer mit minus 1,7% und auch der Flughafen Wien mit minus 1,5%. Ja, ich habe es gesagt, heute ist nicht nur der Valentinstag, sondern heute ist auch der Hans Krankel, 70 Jahre alt, also alles Gute dem Goleador. Ich habe da auch ein paar Sportwoche-Cover, Verzeihung, herausgesucht. Und es gibt auch noch einen Zusammenhang zwischen dem Hans Krankel und der Börse. Da arbeite ich noch dran, da bastle ich noch dran, aber ich bin guter Dinge, dass das in den nächsten Wochen klappen wird. Dann haben wir noch 70 Jahre Krankel, 28 Jahre Wohlfahrt an der Wiener Börse. Das IPO war am 14. Februar 1995, und da war es so, dass die dann kurz danach sogar in den ATX gekommen sind. Also das war eine starke Phase damals, und ja, der Emissionserlös war eine halbe Milliarde Schilling damals. Dann habe ich noch Christian Redl, der ist ein ehemaliger Banker und Weltrekordtaucher 20, denn der hat heute genau vor 20 Jahren seine ersten zwei Weltrekorde aufgestellt. 90 Meter Streckentauchen unter Eis mit Hilfe von Flossen und 150 Meter Streckentauchen unter Eis mit Hilfe von einem Scooter. Und dann ist er zum ersten Mal ins Guinness Buch der Rekorde gekommen. Also ich bin der Meinung, dass ein Scooter unter dem Eis ist mir viel lieber als auf den Gehsteigen. Weiters habe ich noch Mateka 1, der Wolfgang Mateka, der ist jetzt der regelmäßige Sprecher in diesem Audio-CD-Podcast, und zwar mit MMM, Triple M, Matekas Market Memos, und da haben wir heute den ersten Beitrag live gestellt. Für mich eine Riesenfreude und Ehre, den Wolfgang dabei zu haben, selbstverständlich in den Shownotes verlinkt. Am 14.02.2020 finde ich noch einen Eintrag, nämlich die CA Immo, die hat da mit 41,85 Euro ihr All-Time-High gehabt. Auf der News-Seite, Valneva hat die Rekrutierung und Impfung von Jugendlichen für die Phase-3-Studie vom Chikungunya-Impfstoff abgeschlossen und erste Ergebnisse werden Mitte 2023 erwartet. Das ist eine dringende Sache, auch weil die Zahl der Chikungunya-Fälle in Brasilien allein sind im Jahr 21 zu 20 exponentiell gestiegen. Ja, da geht es doch um 20% circa. Knaus Tabbert kann man auch gratulieren, die haben 2022 erstmals mehr als eine Milliarde Konzernumsatz gehabt. Also Gutes zu kommunizieren für den Österreicher Manuel Taverne, der dort die Investor Relations macht. Zu Kontron gibt es ja das neue Aktienrückkaufprogramm, und da ist schon in der ersten Woche sind schon knapp 50.000 Stück erworben worden. Lenzing und die schwedische Zellstoffproduzentenfirma Södra entwickeln mit einem portugiesischen Stoffhersteller Textilien aus recycelten und nachhaltig erzeugten Materialien für eine Frühjahr-Sommer-Kollektion der Modemarke Philippa K., die im Herbst präsentiert wird. Gut, und dann haben wir noch Research. Die Bärenberg Bank stuft Bohr mit Kursziel 19 Euro und kaufen ein. Raiffeisen Research geht von der OMV vom Kaufen nicht runter, aber mit dem Kursziel, und zwar von 68 auf 60 Euro. Und BNP Paribas Exane bestätigt die BAWAG mit Outperform, hebt das Kursziel von 75 auf 79 Euro an
und die Deutsche belässt AMSO, sondern nach den Zahlen auf Old, und hat ein Kursziel von 7,5 Schweizer Franken. So, das war's für heute am Valentinstag. Brav bleiben, tschüss, ciao und Baba.